Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid. Wir frieren uns immer hier noch einen Ast ab, ne, immer noch. Und ja, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und gut frier. Spiel nochmal. Wir skillen das sogar. Ich bin mal gespannt, ob wir dann wirklich besser werden, auch mit der Zeit. Also halt, ob die Lieder dann besser klingen. Das ist ja geil. Cool, das wusste ich gar nicht, dass die Mod das auch kann. So. Für die Überlebenskünstler unter euch, das ist ein bisschen verschwendete Zeit, das tut mir leid, aber ich finde das irgendwie geil. Ich finde, das gehört dazu, ne? Du musst ja auch ein bisschen deine Stimmung verbessern, aber ich glaube, gegen Langeweile und sowas hilft es eigentlich gar nicht. Aber eigentlich in so einer Apokalypse, wenn man so ein bisschen Instrument spielen kann und sowas, wäre es, glaube ich, eigentlich echt sinnvoll, wenn man sich mit solchen Sachen dann ein bisschen beschäftigt noch, ne? Einfach ein bisschen, um ein bisschen Mensch zu bleiben. Aber der Eintopf ist auch gleich fertig, also keine Sorge. Und 3,3 EP haben wir wenigstens schon mal. Aber ich glaube, der Ofen muss dann echt durchbrennen, wenn dann später der Strom ausfällt und wir dann halt nicht mehr heizen können. So, perfektes Timing. Dann können wir das nämlich noch ganz kurz zurücklegen. Kleiner Moment. Gegenstand platzieren. Können wir das nämlich einmal wieder hier hinlegen und dann ist der Eintopf fertig. Ist sehr gut. Dann würde ich hier gerne das Feuer wieder löschen. Wir sparen uns das Brennmaterial mal. So. Und dann haben wir vier Schüsseln? Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Eine ist, glaube ich, genau, eine ist hier noch in Benutzung. Dann esse ich nämlich zuerst den mal. Ach so. Ja, besser. Ja, egal. Geht auch so. Wenn auch eigentlich nur die Hälfte. Mal, wie sieht's? Hunger mehr. Okay, ich glaube, wir essen alles. Immer weg damit. Hunger treibt's rein. No. Und dann können wir nämlich wieder vier Schalen Eintopf machen. So, vier Schüssel mit Eintopf zubereiten. Dann können wir nämlich direkt noch einen zweiten machen. Das ist der Hintergrund, warum ich das jetzt quasi angestrebt hatte. So, die stellen wir natürlich schief rein in den Kühlschrank. Dass schön alles ausläuft. Hallo. So. Und dann füllen wir den nochmal kurz mit Wasser. Dann sind wir wenigstens nicht mehr unglücklich, nur noch gelangweilt. So. Dann hätte ich gerne hier wieder das gemischte Gemüse. Beim Schinken bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, du musst aber erst aufschneiden. Bisschen Jalapeno. Bisschen Zwiebeln. Die können wir eigentlich auch noch reinpacken. Hier ist nochmal gemischtes Gemüse. Und dann würde ich, glaube ich, langsam ein bisschen auch anfangen hier. Ne? So eine Wurst oder sowas. So. Die muss er. Jetzt hätte ich das Feuer eigentlich auch anlassen können. Ah, jetzt haben wir kein Reisig mehr. Das ist doof. Da müssen wir uns auch noch einen Workaround überlegen. Ich fäll noch mal ganz kurz einen Baum. So, hoffentlich wird die Langeweile auch besser, sobald wir draußen sind. Warte mal, wo ist denn die? Unglücklich? Nee, unglücklich wird mehr. Spannend. So, Baum fällen. Ich hoffe, ich krieg Reisig. Na, immerhin einmal. Das Zeug packe ich mal hier runter. Weil dann nehme ich nämlich natürlich noch so viel Holz wie möglich mit. At least diese beiden Baumstämme hier. So. Na gut, dann können wir den Ofen nochmal ordentlich befüllen. Ich glaube, dann haben wir schon 24 Stunden Brenndauer.
mal alle Baumstämme und alle Äste und dann können wir nochmal ein Feuer machen und dann kochen wir den nächsten Eintopf. Jetzt mit der Wurst. Die Wurst ist immer noch eingefroren. Okay. So, beide Äste. Und dann einmal das Feuer entfachen. Dann nehmen wir einmal kurz die Wurst rein. Beim Schinken muss man ganz schnell gucken, ob wir den schneiden können. Okay. Und dann gucken, dass die Wurst nicht anbrennt. Jetzt geht's um die Wurst. Noch ist eingefroren. Na komm. So. Okay, dann Eintopf mit Wurst. So ein paar Wiederle machen sich halt schon echt gut im Eintopf, ne? Dann ein bisschen Jalapeno. Und ein paar Zwiebeln kommen noch rein. Oh, jetzt habe ich nochmal Schinkenscheiben. Das wollte ich eigentlich nicht. Ah Mist, jetzt kann ich nicht das ganze Gemüse reinschneiden, oder? Ah, doch, stimmt. Die Jalapeno waren ja ein Gewürz. Das war keine Zutat. Aber es passt trotzdem nicht alles rein. Na komm, dann esse ich das kurz so, bevor es kaputt geht. So. Dann kochen wir einmal vor, ne? Immer schön vorkochen für die Woche. Dann braucht man nicht so viel Geld beim Mittagessen immer. Sag genau der Richtige. Ich bin tatsächlich so ein Typ, dass ich gehe irgendwie jede Mittagspause, hole ich mir irgendwo irgendwas zu essen. Aber das können wir jetzt mal ganz kurz vorspulen. So. Und dann 25 Stunden haben wir jetzt. Sehr gut. Das machen wir wieder aus. Und dann stellen wir hier den Eintopf natürlich noch hier in den Kühlschrank. Dann haben wir da auf jeden Fall mal einiges zubereitetes. Sehr gut. Und dann würde ich gerne... Warte mal. Hatte Rosewood denn irgendwo irgendwas, wo es einen Vorschlaghammer geben könnte? Hier unten vielleicht, da sind so Baustellendinger. Hier den Generatoranhänger haben wir geholt. Kann ich da... Den haben wir geholt. So. Und dann haben wir... Oh, die Symbole sind so klein. Warte mal. So. Hier. So. Hier nämlich unser Haus. Ich markiere viel zu wenig auf der Karte. Ich sollte da echt ein bisschen mehr hinterher sein. Und dann gucke ich mal... Oder ich gehe hier oben halt gucken, ne? In den ganzen Garagen, ob da irgendwo ein Vorschlaghammer liegt. Ich glaube, das ist fast sinnvoller. Also die Axt lege ich mal da hin. Und dann kommen da hinten noch, pass auf, der Lötkolben und die Schweißermaske. Oh, und den Schinken sollte ich dringend in den Kühlschrank wieder packen. Was? Bin ich gerade gesprungen? Die Taschenlampe wieder aus. Achso, ist aus. Ah, cool. Also wenn ich sprinte und F drücke, dann kann ich springen. Das ist sehr cool. Ich glaube, das ist eine Mod. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die habe ich mir wahrscheinlich irgendwann mal runtergeladen und habe dann ewig vergessen, dass ich diese Mod hatte. Wahrscheinlich, weil ich es anfangs probiert habe und nicht wusste, wie. Das kann sehr gut sein. Na gut, wir gehen mal Garagen abklappern. Ja, Temperatur fällt halt schon so ein bisschen, ne? Mit diesen Klamotten. Und das ist nicht die Garage. So, komm, mach mal die Tür hier auf. Müllsack, den nehmen wir natürlich auch mit. Die Flasche würde ich ehrlich gesagt auch gerne mitnehmen. Schraubenzieher haben wir, das können wir mitnehmen. Angelsachen und einen Eimer. Wobei, den Eimer nehmen wir mit.
Den stellen wir dann raus. So. Nächste Garage. Ich weiß nicht, ob die Brechstange davon kaputt geht, ehrlich gesagt. Wenn es viel schlägt. Aber gut, wir probieren es einfach mal. Warte. Besser nicht beim Auf... beim Aufhebeln trinken. Nicht, dass dann plötzlich ein Zombie am entgegenspringt. Oh, Benzinkanister, sehr gut. Einmal und zweimal. Kleine Metallplatte. Hier ist noch eine normale, die würde ich gerne mitnehmen. So, dann ganz kurz einen Schluck trinken. Na komm. Das ist halt schon krass, ne? Bei Schnee, wie man dann einfach überhaupt nichts mehr erkennt. Egal, wo die Straße ist oder wo irgendwelche Wege sind oder sonst was, du erkennst einfach gar nichts mehr. Das ist schon... Also ist ja auch in echt so, ne? In echt ist ja auch schwierig, wenn es dann irgendwann mal sehr viel geschneit hat. Warum eigentlich nicht gleich so? Na gut, was haben wir hier? Nochmal Benzinkanister, den würde ich jetzt auch mal mitnehmen. Wir brauchen davon nicht unendlich viele, aber noch ein Rechen, eine Hake und so. Ein Metallrohr eignet sich eigentlich gut als Ersatzwaffe, aber wir haben eine ganze Menge Brechstangen auch im Dings, ne? Ui, Kanalpunkte. Ich befürchte, ich werde ganz schnell ganz viele Punkte haben. Wie das denn? Durch den First Sub, oder? Ich bin ja noch sehr unbedarft, was es angeht, ne? Oh, hier sind noch Stühle. Cool. Bisschen Farbe. So, komm, irgendjemand von euch wird doch wohl daheim jetzt ein paar Dings gehabt haben, oder? Da habe ich erstmal meine Brille verloren. Aber brauchen wir die? Doch, wir sind kurzsichtig. Hole ich die natürlich mal kurz wieder. Okay, hier wäre noch ein Generator. Warte, ich mache erstmal kurz auf und gehe rein. Da muss ein bisschen geduldiger sein, glaube ich. Also. Wo bin ich denn jetzt gerade? Durch regelmäßiges Klicken eines Symbols gibt es extra Punkte. Okay. Ja, cool. Dann viel Spaß dabei. Also, was nehmen wir denn für einen Generator? Ich würde mal... Haben wir ein Zahnrad oder so? Das ist ja so ein Atomzeichen. Oder war da? Bitte nicht wundern, ne? Aber ich erkenne die Symbole sonst irgendwie recht schwer. Hier ein Generator. Nehme ich mal das hier. Oh, das ist ein bisschen groß. So. Kette, eine Schaufel. Sehr gut. Die machen aber nur Spaß, wenn du auch eigene Sachen mit einfügst. Das kommt noch. Also ich will dann... Ich habe vorhin mal gesucht ein bisschen... ich muss aber noch ein bisschen gucken, weil ich finde ja so Soundboards zum Beispiel immer ganz cool. Also wenn du dann Punkte cheerst quasi, dass dann irgendwelche Sounds abgespielt werden oder sonst irgendwas. Gerade natürlich, wenn Horror gespielt wird oder wenn hier bei Project Zomboid, ne, dass man dann vielleicht für verschiedene Spiele verschiedene Soundboards hat und so. Das wollte ich auf jeden Fall noch einfügen. Dass man mich dann ein bisschen ärgern kann, wenn ich dann das nächste Mal Kaffee serviere und die ganze Zeit Schiss habe. Plötzlich so ein Schrei aus der Ferne kommt oder so. Aber das kommt noch, ne? Ich versuche, das alles bestmöglich einzurichten. Jetzt bis spätestens nach Weihnachten. Auf morgen kann ich es noch nicht versprechen. Aber bis spätestens nach Weihnachten, dass man da auch ein bisschen was machen kann. Außer einfach nur so, hier, guck mal, hier hast du ein paar Punkte. Das ist tatsächlich ein bisschen langweilig, kann ich verstehen. Hier ist nochmal ein Generator. Müssen wir gleich markieren. Dance Arms. Kennt ihr schon Dance Armstrong?
So, das lese ich natürlich. Wie gehabt, wir lesen wieder alles, was wir finden an Dance Magazines. Und dann, weil Tradition nun mal Tradition ist, höre ich mal ganz kurz, ob hier irgendwo irgendwelche Zombies rumrennen. Wir haben, glaube ich, den Emergency Sender gefunden. Oh, das würde ich auch gerne noch ausprobieren, das mit diesem Emergency Broadcast, ne? Also Safe House Station heißt es ja, glaube ich. Arms hier. Lass dir Zeit, kannst ja auf Discord Umfragen starten, was wir wollen. Das mache ich gerne. Also gerade so Project Zomboid wäre, glaube ich, eben cool, irgendwie so, keine Ahnung, Helikopter-Event oder irgendwelche Zombie-Geräusche oder so. Bei Horror wären halt so diese üblichen Sachen, so wie Schreie und so weiter, ne? Also solche Sachen oder ein leises Atmen oder irgendwas in die Richtung. Da finden wir alle möglichen Sachen sicherlich zusammen und dann kann man einfach mal, ne, also man kann ja einfach mal fragen, was ihr so euch vorstellt und so, und dann kann man das mal zusammen kombinieren und das kann man auch jederzeit wieder ausbauen. Ne? Also von daher passt dann auf jeden Fall gut zusammen. Aber du hast völlig recht, es macht halt auch nur Spaß zu cheeren, wenn irgendwas passiert. So. Gartenhake, eine Ranger, eine Ranger. Doch, eine Rancher-Machete. Keine Ranger-Machete, eine Rancher-Machete. Sehr cool. Nehme ich sehr gerne mit. Extra haben wir erstmal genug. Was haben wir hier noch? Ja, Benzinkanister nehme ich jetzt auch nicht alle mit. So, dann kommt hier noch. Hier ist auch ein Generator. Also Generatoren finden wir eigentlich relativ viel, ne? Mal kurz hier reinschauen. Hunger haben wir noch nicht so richtig, aber ich esse trotzdem, glaube ich, mal ein bisschen was. Hier zum Beispiel die Paprikaschote nehme ich mit, das macht sich gut in Eintöpfen, aber die Weintrauben könnte ich mal essen. Und im Pfirsich mache ich direkt Eistee raus. Fiber 02, Automated Broadcast System. Aber ich mache hier trotzdem mal aus. So, Batterie nehme ich mit. Das Broadcast System brauchen wir, glaube ich, nicht so unbedingt in diesem Run. Wir haben auch wenig irgendwie an Landwirtschaft oder sowas, die wir koordinieren könnten. Ne? Tischlereiband 1, da sind wir schon drüber hinaus. Na gut. Hat es ja richtig gelohnt, hier nochmal reinzukommen. Junge, Junge. Jägermagazin, das hat sich gelohnt. Okay, es hat sich doch gelohnt. Ich nehme alles zurück. Aber man merkt richtig die Zombie-Einstellung, ne? Ich bin wirklich gespannt, wie schnell das dann wieder hochgeht, wenn, ne? Also wenn wir dann auch langsam auf den Höhepunkttag hinkommen. So, hier haben wir nichts mehr weiter. Erstmal eine Runde auf dem Laufsteg, sehr gut. Hier ist sicher, hier auch. Wäre fast schief gelaufen. Oh, ich sollte mich echt wieder ausruhen. Aber also,
Irgendwie habe ich das Gefühl, so viel besser ist es nicht geworden. Wir haben zwar ein paar Modifikatoren jetzt quasi gedämpft, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so krass viel langsamer ist mit der Müdigkeit, weil wir sind halt jetzt schon wieder, ne, zu 100% müde. Ich muss da echt mal gucken, was es auslösen kann und ob das irgendwie wirklich mit der Temperatur zu tun haben kann oder sowas. So. Na gut. Das gucken wir bei Zeiten mal. Stelle ich erstmal hier die ganzen leeren Benzinkanister hin. Und den Eimer mal raus. So. Und dann Lötkolben und so haben wir gerade nicht dabei, ne? Dann lege ich die Eisenplatten. Aber wir haben eh jetzt noch drei Fenster bei den Dings da hinten zum Verbarrikadieren. So. Ups, falsches Zimmer. Hier haben wir noch die Paprikaschote. Na gut. Okay, nass sind wir zumindest mal nicht, aber halt wieder total am Arsch, ne? So. Die Schachtel mit Nägeln packe ich hier hin. Das Jägermagazin lesen wir gleich wieder. Jetzt trinken wir erstmal kurz was und befüllen mal kurz beide Wasserflaschen. Oh, wir haben noch mehr Nägel. Warte. Das müssen wir dann alles in den Lagerraum machen. Aber ich glaube, wir suchen ja schon nach einem Vorschlaghammer, weil den Vorschlaghammer brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir den Lagerraum anlegen wollen. Deswegen müssen wir einfach weitermachen. So, wir schlafen mal kurz und dann essen wir was und dann geht die Suche weiter nach dem Vorschlaghammer. Und ich schenke mir mal ganz kurz Tee nach. Na, Moment. So. Ich sehe tote Menschen. Ja, aber sehr wenige bisher. So. Wird noch mehr. Moin, der Niklas. Schön, dass du da bist. So, wir gehen mal kurz oben nochmal durch die andere Garagen. Essen und so finden wir auch da in den Häusern. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn wir eh noch keinen Hunger haben. Temperatur sackt ab. Beziehungsweise ja, absacken ist relativ, wird langsam weniger. Aber Ermüdung wieder total auf dem Sprint. Na, ist ja Sonntag, wo soll ich sonst sein? Ja, weiß ja nicht. Also, mich freut es, dass du hier bist, auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir nichts Nützliches drin. Ich gehe jetzt mal diese Straße hier erstmal ab mit den Garagen. Die machen wir dann mal anders. Also, vielleicht direkt danach, je nachdem. Gucken wir mal, wie schnell wir vorankommen. Der ist drin. Ah, ja, hier. Na? Du bleibst mal schön liegen. Ich lese nebenher Erste Hilfe Band 3. So. Perfekt. So. Hast du Tischlerei in dem Fall schon geskillt, oder? Ist immer so das für mich Dringendste, dass man die Basis ordentlich anfangen kann, um und auszubauen. Ich brauche ja eigentlich gar nicht lange drinnen bleiben. Wir wollten eigentlich nur die Dings durchsuchen, ne? Erstmal kurz hier die Salami. Und ich wollte nur die Garagen durchsuchen für den Vorschlaghammer.
Dafür brauche ich doch keinen Tischler. Metallverarbeitung, wenn. Okay. Ja, ich bin ja so ein Fan so auch von Holzmöbeln und so, ne? Aber allein schon dafür, dass man halt irgendwelche Sachen irgendwo nicht die ganze Zeit kaputt macht, wenn man sie... Das hat ja gut geklappt. Na, also wir hatten es gerade davon, dass wir keine Sachen kaputt machen und so. Nee, aber tatsächlich allein schon deswegen, weil mir sind vorhin auch schon wieder zwei Dinger kaputt gegangen, als ich versucht habe, die einfach nur aufzuheben. Und das will ich natürlich vermeiden, auch durch den Skill oder wenn man irgendwo, dann keine Ahnung, ein Bett looten will oder sowas, ne? Also wenn du ein Bett holst oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich Tischlerei immer ganz cool zu skillen. Oder hat immer eine relativ hohe Prio, sagen wir es so. Boom. Wow. Mal zwei Zombies. Und ich bin mal nicht übermüdet. Und drin sind sogar nochmal welche. So. Ich mache gerade einen neuen Run und muss erstmal Grundlagen lesen, jetzt wo ich endlich mal ein bisschen Essen habe. Das ist manchmal nicht so einfach, ne? Wobei, ich muss tatsächlich sagen, so richtig krass viel schwieriger als Apokalypse-Einstellungen habe ich bisher noch nicht gespielt. Ich habe einmal so einen Run gemacht mit Sprintern. Die waren dann aber nur nachts aktiv. Eine Jagdweste, oh. Die waren dann nur nachts aktiv. Und dann habe ich mich halt immer nachts dann direkt irgendwo verbarrikadiert. So. Micha, du hast die Emotes entdeckt. Sehr cool. Die sehen... Das eine mit dem Grinsen muss ich vielleicht noch mal überarbeiten. Weil das sieht so ein bisschen bläulich aus irgendwie. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich schon mal ein paar Emotes eingefügt. Deswegen viel Spaß damit auf jeden Fall. Kommen noch mehr auf jeden Fall, ne? So, einmal. Na, das wäre fast schief gelaufen. So, erstmal zu. Jetzt natürlich auch kein Vorschlaghammer drin. Und das war's, glaube ich, schon, ne? An Häusern. Dann gehen wir mal die untere, glaube ich, kurz lang. Erstmal die untere Straße, dann die obere Straße und ich hoffe, bis dahin habe ich dann irgendwann mal einen. Weil dann kann man das nämlich mal ordentlich angehen. Und Eisenplatten nehme ich natürlich gerne mit, wenn ich welche finde. Und Müllsäcke jederzeit. Dachscheinwerfer. Okay, aber auf jeden Fall haben wir hier mal einen... Haben wir es? Ein Generator. Also Generatoren haben wir hier sehr viele in der Nachbarschaft, ne? Das waren alles ein bisschen Prepper. So. Na komm. Okay, das Fenster war eh am Arsch gewesen. Na gut. Also, hier haben wir keinen Vorschlaghammer, keinen Vorschlaghammer. Wer hätte es denn gedacht? Vielleicht hier drin? Nee, aber noch eine Metallplatte. Die nehme ich auch gerne. Dass wir besser verbarrikadieren können. Das ist eine Mischung aus The Walking Dead und I Am Legend. Ich bin ein Arzt, der ein Heilmittel finden muss und bin mit meinem mobilen Labor unterwegs. Muss mir das noch bauen. Habe ein Jahr Zeit, bevor ich ausgeflogen werde. Extraction Quest, du musst es bis dahin schaffen. Ja krass, das ist ja ein richtig großes Szenario. Also richtig RP-mäßig eigentlich fast schon sogar. Oh, ich will jetzt aber nicht nochmal wegfahren müssen wegen einem Vorschlaghammer. Das ist ja super nervig. Okay, auch nichts. Warte, was ist das denn?
Fernbedienung und so, okay. Gartenhake. AP macht mir da am meisten Fun. Finde ich aber auch cool. Also ich finde, solche Szenarien bieten sich ja schon auch an für Rollenspiele. Ich muss auch sagen, ich fände auch, fänd's auch cool, wenn es mehr so richtige RPGs vielleicht auch so mit, ich nenne es jetzt mal mit Grafik, wie die vergleichbar ist mit einem Fallout oder irgendwie, also irgendwie so 3D-Grafik, sage ich mal. Wenn es da mehr gäbe in so einem Szenario, würde ich super, super feiern, ehrlich gesagt. Und wo es dann auch, also vielleicht so, ich sag mal, so ein bisschen Medieval Dynasty-mäßig, also zumindest mal vom grundsätzlichen Aufbau her, dass du da dann wirklich durch eine Geschichte gelost wirst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann eben auch relativ gut Sandbox-Options hast und sowas, ne? Also dass du dann auch wirklich irgendwie, keine Ahnung, dein Lager aufbauen kannst und so. So eine Mischung aus, eben so, wie halt Medieval Dynasty, so eine Mischung aus Rollenspiel und Zombie Survival mit ein bisschen Aufbau, das mag ich auch ganz gerne. Fände ich super, super cool. Hier hast du natürlich in Project Zomboid viele Sandbox-Sachen und sowas und das ist ein super Spiel, also nicht falsch verstehen, ich liebe das Spiel. Aber sowas würde es nochmal besser verkörpern. Seven Days to Die. Aber Seven Days to Die ist doch eigentlich nur Sandbox-mäßig, oder irre ich mich da? Na gut. How it.